Servus, mit diesem Zaunkönig möchte ich euch heute herzlich zur Auwald-Exkursion begrüßen. Dieser üppige Unterbewuchs, Asthaufen, Totholz, das ist genau das Richtige für den Zaunkönig. Der Auwald war früher ein sehr weit verbreiteter Lebensraum in Mitteleuropa, aber auch in ganz Europa, da er überall entlang von Flüssen vorgekommen ist. Durch die Verbindung von Wasser und Wäldern ist der Auwald extrem artenreich. Hier pfeift der Eisvogel. Strukturreiche Auengewässer sind sein Lebensraum. Der Buchfink. Und hier noch sein sogenannter Regenruf. Der Kuckuck. Wer ihn noch nie gesehen hat, der kann mal probieren, ihn nachzupfeifen. Meistens kommt er dann etwas näher. Oder fliegt vielleicht sogar drüber. Der Auwald ist grundsätzlich ein sehr dynamischer Lebensraum. Er wird fast jährlich überschwemmt und hat einen hohen Grundwasserstand. Das Wasser arbeitet also überall. Er ist für uns von sehr großer Bedeutung, weil er Hochwasserschutz bietet, er bietet Biotopvernetzung und ist ein großer Klimaregulator. Um 1930 rum wurde die Isar eingedeicht, das heißt links und rechts vom Fluss wurden nach ein paar hundert Metern große Dämme errichtet. Dadurch fließt der Fluss schneller. Das Hochwasser breitet sich nicht mehr in der Aue aus, der Fluss gräbt sich ein, das Grundwasser senkt und so fällt der Auwald langsam trocken. So wie das hinter mir passiert ist, hier ist so ein alter Auwaldgraben, der ist ungefähr 2 Meter tief, der ist komplett trocken gefallen. Es besteht jedoch Hoffnung für den Lebensraum Auwald, nachdem man in den letzten Jahrzehnten gemerkt hat, was das Wasser für eine Kraft bekommt, wenn es eingeengt wird. Jetzt versucht man vielerorts, die Deiche zurückzuverlegen und dem Fluss wieder mehr Platz zu geben. Schnell fließende Gewässer sind also eher untypisch für die Aue. Hier hat das Wasser normalerweise Raum und Zeit. Ja, da ist er, der Pirol. Dieser Pfeifton hört sich an wie ein Paradiesvogel. Auch den kann man nachpfeifen, weil man den so gut wie gar nicht zu Gesicht bekommt. Da antwortet er manchmal. Hier schimpft eine Sumpfmeise. Da ist nämlich ein Eichelhäher unterwegs. Vor dem hat sie eigentlich nichts zu befürchten, weil sie ein Höhlenbrüter ist und der Eichelhäher nicht ans Nest kommt. Hier sind junge Kleiber unterwegs. Mit einem etwas ungewöhnlichen Anblick. 3 junge Kleiber auf im Kiesweg. Wer entdeckt den Waldbaumläufer? Da ist er mit seinem rindenfarbenen Gefieder und dem weißen Bauch. Sieh, 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 so ist sie, sieh, 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 sieh. Der Auwald ist übrigens nicht nur Lebensraum von vielen Vogelarten, sondern zum Beispiel auch vom wilden Hopfen. Der Warnruf vom Rotkehlchen. So, und noch zum Abschluss die bestimmt schon 10. Spechthöhle mit Jungen drin. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Servus.